Schon in der Primarschule hatten die Eltern von einem Schulfreund von mir einen Daimler. Das war diese Version des Jaguar, aber in der Daimler-Version, die war noch ein bisschen luxuriöser. Und die Connoisseurs, die wissen das, da ist der Kühlergrill ist ein bisschen anders. Und natürlich die Queen Mom, die fuhr Daimler und nicht Rolls-Royce wie die Queen. Und dieses Heimfahren in diesem englischen Auto, der Geruch war derselbe von diesem Leder. So wurde ich infiziert mit dieser Britishness von Autos. Für mich war das eine total andere Welt. Wir hatten zwar einen BMW zu Hause, auch ein tolles Auto für die damalige Zeit, aber nichts kam an diesen Daimler. Und ich weiß noch, dass sie einmal auf Glatteis einen Unfall hatten und diese schwere Limousine rutschte einen Hang runter und war beschädigt, aber einen Daimler wirft man nicht weg, sondern den repariert man. Nur schon das hat mich damals komplett fasziniert. Also ich war infiziert mit dem Virus von englischen Autos, aber meine Mutter sagte immer, vergiss das, da musst du ein Millionär sein, um dir so ein Auto leisten zu können. Ja, und wie wir mittlerweile wissen, sind diese Autos dann zu mir gekommen, nicht ich habe sie gesucht. In der Schweiz gibt es zum Glück ein großes Angebot und das heißt, die Preise sind dann in einem gewissen Zeitpunkt sehr niedrig. 1998 hatten wir per Zufall diesen Jaguar in einer Scheune bei Solothurn gesehen, uns irgendwie in den verliebt und nahmen das Auto mit nach Hause. Und so begann die Geschichte. Wir hatten das ein paar Jahre und dann kaufte es meine Schwester und mein Schwager. Also es blieb in der Familie, was mich natürlich freute. Und die trugen auch sehr Sorge zum Auto. Aber meine Schwester hatte plötzlich 5 Kinder. Und das ging natürlich nicht mehr. So kaufte ich das Auto zum ersten Mal zurück und verkaufte es dann einer Familie hier in der Nähe. Und nun haben die plötzlich auch 4 Kinder. Und weil man heute überall einen Kindersitz braucht, da geht das nicht mehr. Und ich habe ihnen damals schon gesagt, dass wenn ihr das Auto je verkauft, wenn es irgendwie möglich ist, ich kaufe es zurück. Ja, und so ist ein modernerer Jaguar weggegangen, gleich zur richtigen Zeit. Und ich konnte dieses Auto zurückkaufen. Und es freut mich, weil es ist mittlerweile 19 Jahre in unserer Familie oder im näheren Umkreis davon. Ich weiß, dass es nie restauriert wurde. Die anderen sind ja also Hochglanzklassiker, würde ich sagen. Und dieses Auto hat keinen Glanz mehr. Der ist wegpoliert. Das waren damals nur Einschicht-Metallic-Lackierungen und nicht noch mit einem Clearcoat drüber. Und so war irgendwann kein Glanz mehr übrig. Aber auch das Leder ist total original. Und ich finde, wenn man hier beginnen würde mit Restaurieren, dann müsste man das ganze Auto machen. Das will ich nicht. So ist dieses Auto jetzt wirklich komplett im Originalzustand. Der Motor ist zwar frisch revidiert, also der ganze Motor ist gemacht, fährt sich wie neu. Und das ist ja das Wichtige, die Bremsen, alles ist tipptopp gemacht. Nur die Patina, die ist geblieben. Und eigentlich, wenn man sich das so überlegt, ist ja Patina unbezahlbar. Das kann man nicht einfach kaufen. Und das ist jetzt dieses Geräusch vom XKN-Motor der 50er Jahre. Und das macht natürlich auch Spaß. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht mit diesem Auto. Vielleicht kommt wieder eine Familie, die dann plötzlich zu viele Kinder hat, die es kauft und ich kaufe es dann wieder zurück. Ich finde es einfach lustig, weil dieses Auto immer im näheren Umkreis von mir geblieben ist und bleibt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich wurde gefragt, was ist Britishness? Für mich ist Britishness nicht in erster Linie in einem Design begründet. Es musste praktisch sein, es muss aus guten Materialien sein und die Art, diese Materialien zu kombinieren, da waren und sind die Engländer einfach Weltmeister gewesen und werden heute auch von den deutschen Autobauern in dieser Hinsicht kopiert. Briten, die hatten nie eine Aufdringlichkeit in der Eleganz. Und die Engländer, die haben immer zuerst etwas sauber konstruiert, halt aus guten Materialien. Aber es war nicht das Design zuerst, es war die Konstruktion zuerst. Berühmtes Sprichwort von Shakespeare:
to be or not to be. Auf Deutsch heißt das sein oder nicht sein. Abwandeln, indem heute das Design so eine große Rolle spielt. Ich meine jetzt das Design in Bezug auf die äußere Erscheinung und nicht auf die Konstruktion. Und ich sage dem Design oder nicht sein. Und ja, da wird zu viel Wert gelegt auf die äußere Erscheinung eines Designs und immer weniger auf die Konstruktion, die dahinter steht, und auch auf die Qualität, die dahinter steht. Das ist für mich Design oder Nichtsein.